Fußballfokus. TfL hat einen Fußballtour-Service für Touristen eingerichtet. Nehmen Sie diesen Zug, der an den Anschlussbahnhöfen von Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham und Leyton Orient hält. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu dieser Preview der Goblin Line, beziehungsweise der Suffragetten Line. Die Linie wurde vor kurzem tatsächlich in Realität umbenannt. Ich glaube, sie heißt jetzt einfach London Overground von Gospel Oak nach Barking Riverside. Und wir fahren hier heute ein Szenario hier auf der Londoner Overground. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Wir fahren hier tatsächlich ein Szenario, nicht im Fahrplan. Und schauen mal, was die Strecke so bietet. Tatsächlich habe ich mir die Strecke bisher selbst noch nicht angeguckt. Einmal ganz kurz alles hier mal aufgerüstet. Türen auf. Wir schalten noch die Sicherungssysteme an. So, genau. Genau, das GSMR ist auch operational. Dann müssen wir noch hier das Tagfahrlicht einstellen. Und achso, haben die Türen nicht entriegelt? Genau, also das Szenario, das ist so eine Art Fußballspieltag, der hier heute simuliert wird. Da bin ich schon ganz gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ich habe mir tatsächlich nur das Tutorial bisher angeguckt von der Class 710, die hier mitgeliefert wird mit der Strecke. Gebaut von Bombardier. Tatsächlich habe ich mir die Strecke selbst noch gar nicht angeguckt. Nicht mal in dem Preview-Stream bisher wirklich, den es dazu gab. Dementsprechend bin ich hier das erste Mal auf der Strecke mit euch hier gemeinsam unterwegs und ich dachte mir, vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die es interessiert, die vielleicht Interesse an dieser Strecke haben könnten. Dementsprechend gucken wir uns das auch mal zusammen an. Das sieht für mich aus wie neu gebaute Assets. Das ist cool, direkt sowas zu sehen, dass da tatsächlich auch neue Häuser gebaut werden, neue Assets, die es vorher so nicht gab. Da kann man sich hier auch schön hinstellen und so ein bisschen trainspotten. Sieht ein bisschen aus wie ein Hotel. Nächster Halt ist Leyton Midland Road, die Verbindung zu den beiden Stadien von West Ham United und Leyton Orient hat. So, dann sind die Türen zu. Ja, die Türen gehen tatsächlich automatisch zu. Das ist ja cool. Dann auf geht's. Na, auf geht's. Genau. Nächster Halt dann. Ja, wobei, das ist ein Fahre über Wood Range Park. Wir dürfen mit 45 Meilen ausfahren. Für Höchstgeschwindigkeit sind 75 Meilen, was 120 km/h entspricht. Oh, ob hier gelten noch nur 20, glaube ich. Oh, doch nicht. Da kommt schon ein bisschen KI-Verkehr entgegen. Wie gesagt, das Ganze hier ist mal ein Szenario und kein Fahrplan. Sonst spielen wir die Szenarien eher selten, aber weil das so eine Strecke ist, die so mehr oder weniger für sich abgeschlossen ist, man also nicht wirklich extremst viel davon profitieren kann, irgendwelche Layer aktiviert zu haben, dachte ich mir, fahren wir einfach mal hier so ein Szenario. Die sind ja meistens recht kreativ, die haben ja irgendwie noch ja, so einen zusätzlichen Reiz, den es halt im Fahrplan nicht gibt, weil es dann irgendwelche Störungen gibt oder eben irgendwelche Besonderheiten auf der Strecke. Ja, es gibt Layer auf der Strecke, zum Beispiel von Southeastern High Speed, glaube ich, und auch von der East Coast Mainline. Aber das ist halt wirklich nur so eine, ich glaube, so ein paar Brücken, auf denen dann vielleicht mal KI-Verkehr unterwegs ist oder eine Class 66 oder sowas. Ne, also vielleicht so auf einer dieser Brücken hier, aber nicht im Sinne von, dass uns auf der Strecke selbst ein Zug entgegenkommt. Dementsprechend eher die Entscheidung heute fürs Szenario. Und ja, wie gesagt, ne, also Strecke gucke ich mir gerade zum allerersten Mal an hier. Und ich habe mir jetzt kein wirkliches Urteil darüber gebildet. Ich werde auch kein krasses Urteil darüber haben, weil am Ende ist das eine Strecke, die mir persönlich einfach fremd ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich schon mal hier unterwegs war auf der Strecke. Lange her. Vielleicht war es sogar noch bevor die Class 710 hier eingeführt wurde. Aber ich bin auf jeden Fall mal, glaube ich, am Stadion gewesen von Tottenham Hotspurs. Dementsprechend müsste ich wohl auch mal mit dieser Strecke hier unterwegs gewesen sein, beziehungsweise auf der Strecke hier mal unterwegs gewesen sein. Aber das ist schon etwas länger her.
Und dementsprechend, ich kann das wirklich überhaupt gar nicht beurteilen, wie realistisch das ist und wie sind die Sounds und so. Das überlasse ich dann denjenigen, die sich tatsächlich hiermit auskennen. Ich stelle es einfach nur vor. Ich zeige euch einfach, was die Strecke hier so zu bieten hat. Und ein Urteil könnt ihr euch dann selbst darüber bilden. Ihr seid ja alle erwachsen und schafft das sicherlich auch selbst. So, wir müssen dort nicht anhalten. Ich finde, der Zug erinnert mich so ein bisschen an so einen Talent 2. Ja, auch so ein bisschen die Nase vorne, die Front. Hat alles so ein kleines bisschen was von einem Talent 2. Sind ja auch am Ende vom gleichen Hersteller. So, wir müssen hier nicht anhalten. Das ist das Horn. So. Fußballmannschaften können nach der Fußballliga, in der sie spielen, kategorisiert werden. Diese reichen von Premier League, EFL, Championship League, One League, Two, Nation League, National League und weiteren Ligen. Okay, danke für die Info. So, wir haben halt zu erwarten, da wollte das AWS kurz bestätigt werden. Mal das Horn. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Also was ich so an Kommentaren gelesen habe im DTG-Forum und im Train zum Community Discord-Server von der englischen Community ist, dass die Strecke doch sehr gelobt wurde. Im Preview-Stream, so viel habe ich mitbekommen. Also guckt euch mal die Oberleitungsaufhängung an, da ist schon wirklich zum Beispiel auch viel Detail mit dabei. Sehr viele neue Assets, die gebaut worden sind, die halt eben wichtig sind, damit eine Strecke tatsächlich markant wird und nicht einfach nur so generisch aussieht wie irgendeine Strecke, sondern wirklich wie genau diese Strecke. Dafür sind halt eben einfach Assets ganz wichtig. So, wir müssen jetzt hier aber nicht anhalten, ne? Nee, über einen Ort fahren. Oder mussten wir da doch anhalten? Ich glaube wohl kaum, dass wir da überall vorbeifahren, oder? Über einen Ort? Ne, wobei doch, ja, wir müssen erst hier in Leighton Midland Road anhalten. Auch hier die ganzen Brücken, die dort gebaut worden sind. Das ist nicht diese typische grüne Brücke, die wir schon tausendmal gesehen haben. Auf allen möglichen Strecken, sondern vielleicht endlich mal neuer Brückentyp. Auch hier schön diese Details. Seht ihr das? Oh, Autos, die hier unterwegs sind. So, über den nächsten Halt fahren wir auch noch drüber. Ein bisschen Graffiti. So wie es halt leider realistisch ist. Die Häuser hier rechts könnten auch neu gebaute Assets sein. Die habe ich nämlich bisher auch noch nicht gesehen. Also da muss man wirklich sagen, hier die Oberleitung sieht wirklich fantastisch gut aus, oder? Also wenn man sich das mal hier so ein bisschen genauer anguckt. Das hat was. So, hier müssten wir auch noch drüber fahren. Allerdings haben wir jetzt hier halt zu erwarten. Heute übrigens ohne Mods am Start. Hier übrigens einer dieser Stellen, wo dann vielleicht auch ein bisschen KI-Verkehr zu sehen sein wird. Da gibt es halt eben gewisse Layer, die man aktiviert haben kann. Aber das ist, glaube ich, dann in den Szenarien wiederum auch nicht der Fall. Das müssen wir uns gleich hier unten näher angucken. Da fliegen wir gleich mal hin. Ja, wobei, vielleicht machen wir das jetzt eben. Ach, schön sowas. Was ist das? Achtung, Laub? War das irgendwie so ein. Also da war ja ein Blatt drauf. Interessant auf jeden Fall. Vegetation rechts und links am Rand, wirklich schön gemacht, finde ich.
bisher. Hier, das ist vielleicht zum GSMR-Mast an der Stelle. Und jetzt müssen wir anhalten. So, wir lassen noch mal kurz rollen. Also cool wäre natürlich, wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt Fans hätten, die jetzt Trikots anhätten von den Fußballmannschaften, oder? Das ist Leighton Midland Road. Von dieser Station aus erreichen Sie das Stadion des Premier League Teams West Ham United. So sieht es übrigens hier im Zug drin aus. Also wir können uns auch hier hinsetzen. Der Verein wurde 85 als Thames Ironworks gegründet und ist im Jahr 1900 in West Ham United umbenannt. Das Emblem mit den Needhammern steht für, habe ich nicht gesehen. Sehr schön, sehr, sehr schön hier. Wir haben auch hier so ein paar Collectibles natürlich. Ich glaube, hier vorne ist eins. Genau. Oh Gott. Den Defibrillator. Hoffentlich brauchen wir den heute nicht auch noch für irgendeinen Fußballfan. Die Türen gehen auch hier übrigens automatisch zu. Das finde ich auch ganz interessant. So, ich hoffe, dass das. Glücklicherweise stieg das Team 23 wieder in die League One auf. So, einmal wieder rein. Oh, was? Was ist das? Nächster Halt ist South Tottenham für das. Hey. Tottenham Hotspur Stadion. Keine Angst, Sie sehen keine Gespenster. Ich bin nicht Bobby Moore, der für England und West Ham gespielt und eine Statue von sich außerhalb des Wembley Stadiums stehen hat. Okay. Und was sagst du? Mr. Williams, ich habe diesem Kerl schon so oft gesagt, dass er seinen Fußball nicht zum Bahnhof bringen soll. Er kickt ihn nur durch die Gegend. Auf Wiedersehen. Auch hier ein Feuerlöscher. Und hier unten auch so ein paar Details. Hier wieder so ein Defibrillator. Ja, hier geht es dann zum anderen Bahnsteig. Fahrräder, die abgestellt sind. Und hier geht es dann raus. Okay, wir können hier leider nicht raus. Jetzt frage ich mich, ob man das Stadion tatsächlich auch sehen kann. Einmal ganz kurz mal nach oben geflogen. Ob das Stadion hier irgendwo in Sichtweite ist. Aber ich sehe es nicht. Nee. Schade. Ah, nee. Nee. Schade, schade. Wär ja schön, aber anscheinend ist es vielleicht doch noch ein bisschen weiter weg. So, wir müssen mal langsam weiter. Die Fans müssen ja pünktlich zu ihrem Fußballspiel. Okay, da können wir nichts einstellen. Hier ist auch nichts bedienbar soweit. Können wir hier mit dem GSMR, genau, wir können die Helligkeit runter hoch machen, wir können es testen. Lautstärke reduzieren und erhöhen. Ein- und ausschalten, Stellwerk kontaktieren. So, über einen Ort fahren. Walthamstow, Queen's Road. Man verzeihe mir schlechte Aussprache. Gerade englische Eigennamen sind ja nicht unbedingt logisch, was die Aussprache angeht, sondern sowas ist in vielen Fällen einfach angelernt. Da gibt es ja mal dieses tolle Beispiel mit dieser Worcestershire Sauce. Oder Worcestershire Sauce. Naja, also aussprechen kann man es auch nicht und ne, also da gibt es Dutzende Möglichkeiten, wie man es theoretisch aussprechen könnte. So, über nächsten Halt fahren wir auch einfach nur drüber. Auch sowas finde ich schön. Ja, so ein paar Leute, die hier stehen. Auch wenn die Pylone leider fliegt und die Leute auch, aber trotzdem ganz hübsch. So, wir fahren hier drüber. Also über den Ort einfach drüber. Und halten nicht an. Und Black Horse Road, da fahren wir auch drüber.
Auch schön, dass hier so ein Sonnenkollektor mit dran ist. Das sieht ja mal cool aus. Moment, das muss ich fotografieren. Ich habe heute noch gar kein Foto gemacht, aber das ist ja mal ein unfassbar. Wie cool ist das? Also sicherlich unangenehm für die Leute, die hier wohnen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Und jetzt, wenn man hier wieder rausfährt, ja, oh mein Gott, wirklich verrückt. Ich bin, merkt man es, ich bin auf jeden Fall äußerst euphorisiert, was die Strecke angeht. Normalerweise sind ja englische Strecken nicht so meins und ich finde die recht vergleichsweise langweilig, weil für mich wirken die alle irgendwie ziemlich eintönig und gleich. Aber jetzt muss ich sagen, dass das ist schon nicht ohne. Und dieses Schild ist wirklich toll, dass das hier auf Laub hingewiesen wird. So, hier fahren wir auch dran vorbei an Black Horse Road. Aus dem Weg. Auch hier die Häuser sehen neu gebaut aus, ne? Also neue Assets. Was war das? Moment. Black Fine. Black Five. Barbados. So, hier links von uns ein See. Sehr schön. So, wir dürfen vielleicht nur noch 20 fahren. Auch hier dieser kleine Fluss. So, warum dürfen wir hier nur noch 20 fahren? Vermutlich wegen der Brücke, weil die so alt ist vielleicht. Das ist sicherlich so eine Art Landmark hier. Und gut aussehen tut es allemal. Oh, sehr schön. Sogar mit Schiffen, die tatsächlich auch fahren. Immer so ein bisschen rechts und links geguckt entlang der Strecke, wie das hier so aussieht. Tennisplätze, Fußballplätze. So, wir müssen mal ein bisschen hier wieder Leistung geben. Sonst halten wir gleich an. Ja, auch hier wieder irgendeine elektrifizierte Hauptstrecke. Cool. So, wir müssen jetzt gleich anhalten. Hier ein Umspannwerk vermutlich. Das ist aber ein sehr, sehr kurzer Bahnsteig. Wirklich bis ganz nach vorne. Wir halten an und schauen uns mal wieder um. Tottenham hat in jedem der 6 Jahrzehnte zwischen 1950 und 2000 mindestens eine bedeutende Trophäe gewonnen. Eine Leistung, die nur von Manchester United übertroffen wurde. South Tottenham. Hier wieder Leute, die mit mir sprechen wollen. Wollen sie mit mir sprechen? Nee, auch nicht. Hier ist wieder ein Ball.
Das ist auch schön. Moment. Hier diese Rabatten, diese Blumentöpfe. Da habe ich auch ein Foto gesehen, das sieht auch tatsächlich in Realität so aus. Das ist wirklich schön gemacht. Was ist das? Help Point. Oh, Moment. Oh ja. Das ist so cool. Funktionierende Aufzüge. Danke. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Der Defibrillator. Help Point. Ja, das war's ansonsten. Dann würde ich sagen, zurück in den Zug. Class 710. Car Stop. Okay. Achso, wir können mal vielleicht die Tür wieder zumachen. Und auf geht's. Also hier nochmal von außen geguckt, diese Blumentöpfe. Tatsächlich, ne, also wie gesagt, ich habe mir das mal angeguckt in Realität. Hier auch mit diesem Schild, mit diesem bunten Schild. Das sieht auch in echt so aus, ne? Also schön gemacht. Auch hier so ein bisschen Erwerbung hier, eine Brücke. Schön. Können wir eigentlich von hier das Stadion sehen? Gibt es hier irgendwo ein Stadion? Nee. Auch kein Stadion in Sichtweite. Ich meine, es gibt ja das Wembley-Stadion. Ist es das Wembley? Das gibt es ja, glaube ich, auf der Bakerloo-Line. Da fährt man ja tatsächlich dran vorbei, wobei ich nicht weiß, ob es das Wembley-Stadion ist oder nicht irgendein anderes. Übrigens ganz interessanter Fun Fact: Dort, wo heute das Wembley-Stadion steht, da sollte ursprünglich mal genau an der Stelle oder daneben, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, war ursprünglich mal der Plan, dass London so eine Art eigenen Eiffelturm dort nachbaut. Und tatsächlich wurde auch die Konstruktion davon angefangen. Es gab auch ein bestimmtes Design dafür. Das wurde dann ausgewählt in einem Wettbewerb, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und der Bau wurde aber, glaube ich, niemals fortgeführt aus finanziellen Gründen und irgendwann, ja, hat man sich dann doch dagegen entschieden, das fertigzustellen, was irgendwie im Nachhinein sehr schade ist. So, wir dürfen weiter nur 30 fahren. Also Vegetation rechts und links am Streckenrand, muss ich sagen, sieht sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Fahren eigentlich die Züge auch in Doppeltraktion? Sie können ja theoretisch gekuppelt werden, nur der Bahnsteig gerade eben war so kurz, da passt ja auf gar keinen Fall eine Doppeltraktion rein. Und ich glaube, für uns ist auch bisher keine Doppeltraktion entgegengekommen, ne? So, hier müssen wir weiterfahren. Haringey Green Lanes. Einen Ort fahren, Crouch Hill. Aufstehen wollte ich jetzt wirklich nicht. So, hier vorne, wenn wir über diese Balise fahren, werden wir das AWS wieder bestätigen müssen. Genau. Denn das Signal hier vorne kündigt uns einen Halt an. Also mit AWS zu fahren mit dem englischen Sicherungssystem ist tatsächlich sehr leicht. Das muss man auf jeden Fall zugeben. Das ist tausendmal einfacher als PZB.
Das ist eigentlich so ein bisschen so wie die Zugsicherung in der Schweiz, sehr ähnlich wie da im Grunde genommen. So, ich weiß nicht, ob das eine 15 war, die für uns. Nein, ich glaube, wir dürfen weiterhin 30 fahren. 15 war, glaube ich, wenn man nur über die Weiche gefahren wäre. Hier haben wir auch so eine Art feste Fahrbahn, auch interessant. Und hier fahren wir auch drüber. Im Ort anhalten, Upper Holloway, Bahnsteig 1. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich war ja schon mal tatsächlich vermutlich hier auf dieser Linie auch in Realität unterwegs. Das ist aber wirklich jetzt mittlerweile schon einige Jahre her. Das war noch lange vor der Pandemie. Von daher, die Erinnerungen daran sind jetzt nur so marginal vorhanden. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Stadion gesehen habe, das auch wirklich mitten in so einem Wohnviertel war, links und rechts einfach nur diese englischen, diese typisch englischen einstöckigen Familien, ein bis zwei Familienhäuser. Ich weiß nur nicht mehr, ob es das von Tottenham war oder war es das von West Ham. Das Stadion sah so ein bisschen aus wie so ein großer Container. Falls jemand ich weiß, welches ich meine. So, wir müssen anhalten. Nee, doch nicht. Das Signal ist gerade umgesprungen. Und wir halten an. So, angehalten und wir schauen uns wieder um. Im Jahr 1913 verlegte der Club seinen Sitz in der Stadt und wurde damit ein enger Nachbar von Tottenham Hotspur. Im Jahr 2006 zog der Verein in sein Heimatstadion, das Emirates Stadium, um. Genau, die Rede ist von Arsenal London. Hier, ja, die sehen so ein bisschen so aus, ne? Also klar, die Logos kann man aus lizenztechnischen Gründen leider nicht verwenden, aber von den Farben her passt das ganz gut soweit. So, wir schauen uns mal um, ob wir sonst noch irgendwas hier haben. Der Defibrillator. Ja, sonst hier das übliche Bahnsteigs Zeugs. Das ist cool. Das ist einfach die Steam-Page von TSW. Witzig. Damit ist unsere Tour zu Ende. Dieser Zug endet in Gospel Oak. Oh, das war's schon. Eine Streckenkarte angebracht. Von der London Overground, das ist ja krass. Wahnsinn. Just look up. One in five people would choose their phone over the view. Auch gut. Connect with nature, not each other. Nature, Internet. Witzig. Sonst noch irgendwas hier zu erkunden? Hier geht es dann auf die Straße. Jetzt einmal über die Überführung. Eine Ticketmaschine. Hier diese Oyster-Cards, die man benutzen kann. Das ist so eine Art Prepaid-Karte, die man einfach nur dranhalten muss. Das ist, glaube ich, der Weg für RollstuhlfahrerInnen. Und Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die können dann hier diese Rampe benutzen.
Feuerlöscher. So, wir laufen jetzt einmal über die Gleise. Das bitte natürlich in Realität niemals machen. Das machen wir nur, weil es ein Simulator ist. Und dann einmal da reingesetzt. Türen sind zu. Und dann fahren wir nach Gospel Oak und da endet auch schon unsere Fahrt. Ja, tatsächlich. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber Moment, aber das Signal? Nee, das ist nicht für uns. Unsere Signale stehen ja auf der linken Seite. Genau, und dann sind wir hier schon in Gospel Oak. Hier unten, das ist Barking Riverside hier. Hier noch ein kleines Signalhäuschen. Können wir nicht rein? Nee. Können wir hier irgendwo ein Stadion sehen? Nee, auch nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Stadien wirklich so nah hier an der Strecke stehen, dass man die überhaupt hier so schnell sehen könnte oder ob die nicht wirklich weiter weg sind. Was sind das eigentlich für interessante Balisen in der Mitte? So also eine Art Lüftungsschacht? So, einmal auf die 55 hoch. Ja, wir dürfen gleich eh nur 40. Auch sehr schön, diese kleine Überführung hier. Sehr hübsch. Und dann sind wir auch schon an unserem letzten Halt angekommen in Gospel Oak. Hier eine Kirche. Ah. Da hinten, das scheint wohl, ja doch, das ist die Skyline von London tatsächlich. Wahnsinn, wir sind ja schon ordentlich weit weg, ne? Also da die City of London. Wir rollen voran bis zum Signal. Schön, dass hier noch ein Signal für uns steht, so im Sinne von, ja, ne? Also, bevor wir die Türen öffnen, das Szenario damit endet, schauen wir noch einmal ganz kurz hier raus, einmal durch die Gegend, nochmal den Blick schweifen lassen. Ist das ein kleines Schwimmbad, das hier angedeutet ist? Ja, genau. Na, also ist klar, dass dann die Szenerie da hinten irgendwo dann aufhört. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber schön, dass man auf jeden Fall die Skyline von London da angedeutet hat. Aber wenn wir da hinfliegen, dann sehen wir da wirklich nur so 2D-Gebäude. Schauen uns einmal ganz kurz hier den Bahnsteig an. Auch schön, hier mit diesem praktisch im Dreieck. Sowas gibt es ja in Deutschland, glaube ich, recht selten, diese Form von Bahnsteig. Aber auf jeden Fall viel los hier. Auch auf unserem Bahnsteig hier die Leute. Ja, gut, dann ich werde jetzt nur noch die Türen öffnen und dann werde ich wieder zurückfahren, aber das mache ich dann alleine. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zur Goblin Line.
Würde mich mal sehr interessieren, was ihr so davon haltet. Ich finde auf jeden Fall die Linie sehr unterhaltsam. Sie scheint gut gebaut zu sein. Der Zug ist insgesamt ziemlich gut, so wie ich es verstanden habe. Aber ja, ich bin doch natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.